Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 20.12.2023. Und unser DAX, der scheint hier entweder in schlechter Wetterlaune zu sein oder schon in den Weihnachtsferien, denn das war ja so ungefähr ein bisschen wie das Wetter. Scheiße, das war einfach langweilig. Man kann sagen, gut, er hat sich wieder gut nach oben aufgekontert. Zumindest aus Tagessicht sieht so aus. Ich glaube, über den Tag hat sich das für die meisten wohl etwas anders angefühlt, da das hier wirklich. Also das war ja so träge. Ich weiß nicht, wie oft ich hier drauf geguckt habe, um zu überlegen, ob ich nochmal ein Update schreibe oder nicht. Und dann hast du so gefühlt nach einer Stunde drauf geguckt, ich war immer an der gleichen Stelle, vielleicht so 10, 15 Punkte höher. Und von Stunde zu Stunde hast du nur das gleiche gesehen. Keine schönen Bewegungen dazwischen, kein Hin- und Hergeeier. Einfach noch ganz träge wieder zurückgeklettert. Hat damit natürlich jetzt dem Verkaufssignal, was wir am Donnerstag haben, ja, gewissermaßen etwas den Stinkefinger gezeigt. Ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Abbruchbedingung für das Umkehrsignal werten, aber die Dynamik nach unten, die wir sehen wollten, ist definitiv nicht gekommen. Ja, das war schon am Vortag ganz schön mau, haben wir ja auch gesagt, da hätte mehr kommen müssen. Er hätte auch weiter unten treiben, nach unten treiben müssen, jetzt weitere Tiefs reinbringen, sich unter 47 halten. Ja, also was haben wir gesagt, was hat er gemacht, hat sich einfach hochgezogen. Und jetzt auch wieder über die 47 rausgedrückt. Auch diese mögliche bullische Verkeilung, die wir angesprochen hatten, hätte eher rein nach Theorie zumindest nach oben über die Begrenzungslinie hinaus verlassen nun. Sieht allerdings überhaupt nicht aus wie eine Verkeilungsauflösung. Also insbesondere in Trendfortsetzungsrichtung müsste das viel mehr knallen. Der hätte das, was er hier gemacht hat, eigentlich schon mit der ersten Ausbruchskerze absolvieren müssen. Von daher bin ich hier recht verhalten für die nächsten Tage Richtung Weihnachten hin und vermute fast, dass das hier ein bisschen eine Range wird. Erinnert euch an die Analyse von letzte Woche Donnerstag, glaube ich, war das, ne? Da habe ich auch gesagt, nach solchen Tagen wie dem Donnerstag, wo das alles so schön lief und so schön hin und her und so Punkt und genau zwischen den Marken, habe ich gesagt, das ist eigentlich der perfekte Tag, um die Bücher fürs Jahr zuzumachen. Sich den Rest nicht mehr zu geben für den Fall, das wird wieder nur so ein Geschiebe wie so oft um die Feiertage. Naja, bleibe ich auch weiterhin dabei. Ha? Also, wer sich das nicht mehr antun muss, weil er schon ein gutes Buch hat, zum Jahresende hin, ich lasse es euch frei. Ne? Gibt auch andere Indizes, die sind auch ein bisschen motivierter, wobei heute hat, glaube ich, der nächste jetzt das Allzeithoch abgeklappert. Ne? Wahrscheinlich geht dort auch die Motivation jetzt ein bisschen flöten. Und bin gespannt, wie es weiterentwickelt, aber würde mich halt jetzt hier nicht wundern, wenn er jetzt hier einfach noch ein bisschen zur Seite schiebt. Vielleicht auch mal die 800 umgarnt am Mittwoch. Er dürfte theoretisch auch wieder 860 hoch. Aber so müde wie der momentan ist, wird es wohl maximal eine 820 fast werden und dann schon wieder zurück. Zumindest wird es so jetzt ganz gut reinpassen. Ja, aus Tagessicht muss man sagen, spiegelt sich das jetzt nicht wieder. Ja, der Tageschart sieht aus wie Umkehrsignal, nach unten nicht verwandelt, keine neueren Tiefs angenommen, umgedreht jetzt auf grüne Kerze, grüner wie die rote vorher, könnte nach rein aus Tageschart jetzt hier auch eine grüne Tageskerze kommen mit Tagesschluss über 17.000, aber dafür ist mir das zu ruhig, dafür ist mir das zu träge und wenn es so ruhig und so träge ist, dann ist Signalqualität bei Formationen auch immer ganz schön grenzwertig. Ja, also das muss man sagen, wie jetzt hier so eine Verkeilungsauflösung, da kommt dann halt auch einfach nichts rein. Ja? Da sitzt du dann da, machst da deinen Trade und da passiert halt 2 Stunden lang nichts. Und da stehen auch leicht Fehlsignale und deswegen würde ich das hier auch nicht überbewerten wollen. Auch der grünen Tageskerze im Tageschart noch nicht zu viel zusprechen. Ja, ich meine, der bräuchte hier bloß wieder unter 700 zurückfallen. Dann würde sich das Bild schon wieder ins Negative reindrehen und er hätte wieder Platz bis 600, bis 530. Mir zeigt er aber durch das Aufdrehen, durch das Verweigern der weiteren, ich sag mal, Umkehr, Fortsetzung nach unten, dass sie halt einfach auch nicht so Bock hat, jetzt die Dynamik nochmal nach unten auf den Tisch zu bringen. Kurz vor Weihnachten, auf den Jahreswechsel zu. Und von daher rechne ich fast damit, dass wir in dem Bereich jetzt hier einfach rauslaufen, lass mich gerne des Besseren belehren, sollte Dynamik reinbringen. Sehen wir das ja, wir erkennen das ja. So
für sich betrachtet, würde ich auch mal mit Mittwoch fast damit rechnen, dass er bei 8,20 schon wieder einen Puck macht. Ja, ansonsten sind 8,60, 900, 69, 17.000, 17.021, 17.200 die nächsten Ziele. Sollte sich dann doch was ändern. Aber ja, ist so ruhig. Ich fürchte ja fast, der schläft uns die Woche noch komplett ein. Ja, ich würde es dabei erstmal belassen. Wie gesagt, für mich jetzt nicht unbedingt attraktives Feld jetzt hier. Na, ich hätte gerne noch ein bisschen Dynamik nach unten gesehen. Gerade nur so ein 35. Schöne Marke, die man nochmal hätte auch für einen Long nehmen können, für einen schönen Konter. Drauf hin traden und zurück. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht halt. Ne? Was kannst du denn auch nichts erzwingen dann halt. Ne? Ich kann dem Markt noch nicht vorschreiben, was er machen soll. Können noch gucken, wo sich vielleicht Chancen anbieten. Ja, und ansonsten sind wir abhängig von dem. Müssen uns ihm nachrichten. Ja, auch wenn, also nach ihm richten. Auch wenn wir es gerne mal hier und da anders hätten. Jetzt nichts. Ja, also 8,20 mal ein bisschen genau hingucken. Grundsätzlich kann mehr, wird aber fast hängen. Er dreht sich von dort dann wieder runter und dann vielleicht schon ein bisschen um die 700 spielen. Und das jetzt auch Signalmarke nach unten wird. Würde bestimmt ein bisschen drum rumturnen. Ja, irgendwie sowas zum Mittwoch. Würde eigentlich ganz gut reinpassen. Ich mache daher hier jetzt zu. Wünsche euch gutes Gelingen zum Mittwoch. Viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.